Weber, die offizielle Begrüßungsformel. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Entscheidung des Kiddy-Contest 2003. Seit etwa 25 Minuten laufen bei uns die Telefone heiß. Und das tun sie wirklich. Es haben jetzt schon doppelt so viele Menschen angerufen wie in den drei Vorvoting-Wochen zusammen. Aber ich glaube, die zu Hause warten nicht nur auf das Endergebnis. Nein, natürlich warten die nicht nur auf das Endergebnis. Auf wen wartet ihr außerdem? Natürlich, die Christina, sie ist nicht nur der Star vieler unserer Kiddy-Contest-Finalisten und sie wird in Kürze hier auf dieser Showbühne ihren neuesten Song live performen. Und sie wird dem Sieger den Kiddy überreichen. Außerdem, ja, meldet sich irgendwer freiwillig als Sieger von euch? Ja. Ja. Also, ja. Ja, alle. Also zur Not finden sich ein, zwei Freiwillige, daran wird es nicht liegen. Tja, und wenn ihr vergessen habt, für wen ihr anruft... wollte, dann haben wir das für euch. Genau, einen Überblick live und unplugged von unseren Finalisten selbst. Die sind jetzt so nett und singen uns ihre Songs ganz kurz an. Gestatten, Frau Lissi? Ah, danke vielmals. Ah, das ist sehr nett. Okay, Eva, bist du bereit? Eva, die Schummelkönigin, bitte, wie ging doch nochmal dein Lied? Die Lernerei ist nicht mein Ding. Ich bin die Schummelkönigin. Ich schreibe ab und denk nicht nach, denn Schummeln ist mein Lieblingsfach. Unter jedem Heft und die... Ja, super! Eva, die Schummelkönigin, Startnummer 01. Und ihr dürft dann später ruhig einsetzen und mitsingen. Braucht euch gar nicht abbremsen. Die Startnummer 02 war Julia. Wie ging denn noch die Mäusejagd? Die Mäusejagd ist im Gang. Mit Taschen des Steuers, man nimmt wieder blank. Gott sei Dank und wieder Spaß. Ja, ja, ja. Sehr gut. Julia, die Mäusejagd. Startnummer 02. Nathanaele, Fußball. Ist ein Fußball. Fußball. Ist ein Fußball. Alles richtig. Ja, nur um Fußball. Nathanaele, Startnummer 03. Ninas Hund ist durchgeknallt. Bitte doch, wie klang das? Sag ich geh bei Fuß, dann streikt er. Sag ich bell doch mal, dann schweigt er. Nehme ich ihn an die Leine. Lass er weg, denn er will keine. Immer kaut er meine Schuhe. Ja. Sehr schön, Nina. Mein Hund ist durchgeknallt. Nun die Damen zu meiner Rechten, Lissi und Sammy, bitte. Ein Feuerstern am Winterhimmel. Showtime, Leute, wir kommen heute. Wir drehen Tier und Tänger, Berge, Bäume. Leute, heute liefern wir. So wie Santa. So wie Santa. Lissi und Sammy, Startnummer 05. Startnummer 06, Niki. Mein Superstar ist die Oma. Sie hält zu mir, was auch passiert. Super, Startnummer 06, Niki, mein Superstar. Jetzt kommen wir zu einem Herrn namens Julian Heidrich, Startnummer 07. Wenn ich 18 bin, dann kauf ich alle Burgerbuden auf. Bade in dem Ketchup-See, trink wieder Coke statt Früchtetee. Kein Gemüse, denn das schmeckt. So dass ich mein Gaumen schreck. Davon wird mein Magen defekt. Hab dir geschenkt. Ich hab Hunger. Sagenhaft, Startnummer 07, Julian. Jetzt kommt Startnummer 08, Steffi. Wie soll ich es euch sagen? Wie bringe ich es euch schon Land bei? Ich bekomme im Zeugnis einen Fleck oder auch zwei. Ja! Steffi, Startnummer 08. Jeder Partie wird Mist. Erst zu Startnummer 09, Entschuldigung. Janine? Ein Dino, verstaubt und antiquiert, der hat sich in unserer Zeit verirrt. Urpeinlich, so sehr ich ihn auch mag. Papa lebt in Jurassic Park. Ein Dino. Janine, Startnummer 09, ein Dino. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Starterin. Startnummer 10, Katharina. Hey, ab in
Dusche. Mit Seife und Shampoo, Eo im Bad. Die große Wassershow, Eo im Bad. Mama sagt, hey, ab in die Dusche. Und jeder legt ihn heute, ja, Eo im Bad. Ja, ja, ja. Start Nummer 10, Katharina, mit ab in die Dusche. Ab in die Dusche. Das war die, die ihren Wählerinnen und Wählern versprochen hat, dass sie nie wieder duschen müssen. Gefällt mir sehr gut, die Idee. Okay, so, naja. Gibt's eigentlich sonst noch irgendjemanden, auf den ihr wartet? Wusste ich doch. Da sind wir alle dafür. Ja, wie ihr hört, es stehen die Chancen nicht schlecht, denn ich höre schon Gitarrengeklimper. Ja, es schaut gut aus. Jetzt ist es soweit. Es schaut sehr gut aus. Christina auf unserer Showbühne. Okay, wer sagt sie an? Wer hat die Ehre? Ihr alle? Nein, Frau Weber, Sie dürfen mal anfangen und dann alle gemeinsam. Genau, jetzt ist es soweit. Christina mit Mama Anachaba. Sag mir, warum es hier so dunkel ist. Mama, sag, warum du weinst. Ich weiß nicht, warum du traurig bist. Sind das Sternschnuppen da oben? Was ist dort vorbeigeflogen? Warum friere ich so sehr? Warum schlägt dein Herz so schnell? Wieso wird es dort hinten hell? Und wo kommt dieser Donner her? Mama Nachabak, Mama, ich liebe dich. Mama Nachabak, komm doch und beschütze mich. Mama, wohin sollen wir gehen? Ich will nach Hause, es ist schon so spät. Mama, warum niederknien? Was sagst du, ist es nicht dein Gebet? Zieh nicht so an meiner Hand, wieso drückst du mich an die Wand? Und warum gehen die Lichter aus? Ich kann kaum noch etwas sehen, sag, wieso müssen wir hier stehen? Und warum gehen wir nicht nach Haus? Mama Nachbar, Mama, ich liebe dich. Mama Nachbar, komm doch und beschütze mich. Mama Nachbar, ich seh die Sterne nicht. Mama Nachbar, ich sehe nur dein Gesicht. Kannst du mir sagen, wo wir sind? Wo laufen diese Leute hin? Sag mir, ist unser Weg noch weit? Warum sagst du denn nichts mehr? Wieso sind deine Augen leer? Sag, bin ich schuld? Tut mir leid. Mama Nachbar, Mama, ich liebe dich. Mama Nachbar, komm doch und beschütze mich. Mama Nachbar, denn wenn die Nacht dann bricht, Mama Nachbar, sehe ich die Sterne nicht. Ich sehe nur dein Gesicht. Verlass mich bitte nicht.
Christina und Band. Danke. Christina, komm doch zu uns. Wir haben dir einen Platzl freilassen. Erstmal tausendmal um Entschuldigung, wir haben dir in deinen Anfang reingequatscht. Aber daran okay. Merkt man wenigstens, dass es live ist. Genau. Christina, wann können wir diese Single endlich kaufen? Übermorgen. Am Montag kommt's raus. Am Montag genau, ist es endlich soweit. Und das Lied hat einen arabischen Titel. Warum ist es arabisch und was heißt das? Warum arabisch ist eine gute Frage. Weil es gut klingt. Na, Mama Anna Achabak heißt Mama, ich liebe dich auf so einen arabischen Slang eigentlich. Das ist so ein Protestsong und ist eben einfach, weil immer prinzipiell die Verlierer von dem Krieg, von Gewalt sind meistens eigentlich die Kinder. Apropos die Kinder, die haben hier einige bohrende und brennende Fragen an dich. Wer mag anfangen? Ich wollte dich fragen wegen deiner Band. Wie bist du mit der zusammengekommen? Hast du die schon vorher gekannt oder gab es ein Casting oder wie war das? Nein, die sind gecastet worden. Sozusagen. Also das haben wir jetzt einmal umgekehrt gemacht, sonst habe ich immer vorgesungen und bin bewertet worden und da ist es einmal umgekehrt gewesen. Dürftest du dir das mit aussuchen? Ja, natürlich. Den will ich? Natürlich. Super, also das beste Team jetzt beisammen. Genau. Noch Fragen? Kathi, bitte. Hast du einen oder mehrere Songs selber geschrieben, die du auf dem Album hast? Auf dem Album jetzt nicht, nein. Also das ist zwar, ich habe mitreden dürfen natürlich, also so Themen und wenn mir jetzt irgendwie eine Zeile oder ein Satz nicht gefallen hat, dann habe ich das natürlich geändert, aber dann habe ich natürlich immer um Hilfe gerufen. Weil es reimen und das kann ich nicht so. Das ist auch deine Aufgabe nicht als Künstlerin. Super, Christina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich. Jetzt hätten wir noch eine kleine Aufgabe für dich. Bist du so nett und zählst du mit uns jetzt den Countdown zum Ende des TED-Votings? Hast du es mitverfolgt eigentlich? Ja, ich habe es vorher schon mitgeschaut. Okay, na dann, alle wieder bereit? Dann bitte alle gemeinsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Und einen Riesenapplaus für Christina! Danke! Ab Montag Mama Anna Papa! Das war's jetzt! Das große Finalvoting ist hiermit beendet. Genau. Tja, wer von euch will das Ergebnis wissen? Wer will es nicht wissen? Also ich will es wissen. Und ich glaube, die Fans im Saal und zu Hause auch, oder? Ja, das glaube ich auch. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis die Voting-Ergebnisse ausgewertet wurden und wir sie bekommen von einem reitenden Boot. Da reitet er auch schon, unser Bote. Der Heinz. Danke. Oh, aha. So. Ich weiß, wer der Sieger ist. Sag aber, du liest ihn jetzt nicht vor. Der Sieger des Kiddie Contest 2003 ist... Das machst du jetzt nicht, oder? Vor 1994 geboren. Sehr gut, Salka. Und alle, auf die das jetzt zutrifft, die stehen auf und kommen mit nach vor. Denn wir machen das heuer nach der Weberschen Spannungsmethode. Das heißt, wir geben nach und nach Dinge und Eigenschaften über den Sieger bekannt. Naja. Und nach werden wir immer weniger. Die Fans schreien sich hier die Kehle aus dem Hals. Aber es ist so, wenn ihr merkt, dass eines der Dinge oder Eigenschaften nicht auf euch zutrifft, dann verabschiedet euch von den anderen und nehmt hinten im Starpool wieder Platz, entspannt euch und seid vor allem nicht traurig, ihr seid nicht alleine und vor allem hat das überhaupt nichts mit eurer tatsächlichen Reihenfolge zu tun. Wie die Kollegen von Starmania so schön sagen, Frau Weber, bitte. Also es gibt kein Ranking, keine Reihenfolge. Es kann sein, der sich als erstes verabschiedet, kann sogar der vierte sein. Ja, genau. So ist es. So, jetzt ist vielleicht noch eines dazu zu sagen. Heute waren unglaublich viele Anrufer noch. Insgesamt sind es 159.000 Anrufer gewesen. Und 23% aller Stimmen fallen auf den Sieger oder die Siegerin. So, mehr werden wir jetzt aber nicht verraten. Das heißt, oh ja, jetzt genau werden wir mehr verraten. Ja, genau, über den Sieger eben. Genau. Hinweise. Frau Weber, sind Sie bereit? Also. Der erste Hinweis. Der Sieger oder die Siegerin des Kiddie Contest 2003 ist vom Sternzeichen weder Steinbock noch Skorpion.
Oh, Lissi und Sammy verabschieden sich. Applaus für Lissi und Sammy! Ihr wart super! Keine Angst, ihr bleibt nicht alleine, ja? Genau, ihr bleibt nicht gleich allein, sondern nicht lange allein. Nicht lange allein. Der zweite Hinweis. Auf zu Runde 2. Der Sieger hat vielleicht Verwandte, vielleicht Cousinen, aber er hat einen Bruder oder eine Schwester. Das war jetzt irgendwie komisch gesagt. Der Sieger des Kiddy Contest hat einen Bruder oder eine Schwester. Wer verabschiedet sich? Nathanaele. Applaus für Nathanaele. Der dritte Hinweis. Wir wissen, aus welchem Bundesland der Sieger kommt. Aber der Sieger oder die Siegerin kommt nicht aus Kärnten. Die Steffi muss sich von uns verabschieden. Applaus für Steffi! Einen großen. Wir kommen zum Hinweis Nummer 4. Der Sieger hat weniger als 3 Geschwister. Weniger als 3 Geschwister. Julia schaut betroffen. Die Julia trifft. Einen Applaus bitte für Julia! Es wird immer spannender. Und wir werden immer weniger. Und wir werden immer weniger, du sagst es. Wir bleiben bei den Geschwistern. Der Sieger oder die Siegerin des Kiddy Contest 2003 hat eine Schwester. Wer? Die Nina. Einen Applaus für Nina. So, wir kommen zum Hinweis Nummer 6. Der Sieger ist kein Bub. Das heißt, der Sieger ist ein Mädchen. Julian. Jetzt trifft's den Julian. Ein weiterer Hinweis. Die Siegerin spielt irgendein Instrument. Und zwar, na warte, es geht ja noch weiter. Irgendein Instrument, Geige oder Flöte oder Klavier. Spielt Geige, Flöte oder Klavier. Das sind die 3 Instrumente. Du spielst leider nicht Geige, Flöte oder Klavier. Schade. Janine, Applaus für Janine! So, jetzt sind wir nur noch 3. Und zufälligerweise seid ihr 3 tatsächlich die ersten 3. Und es liegt sehr knapp beieinander. Aber es kann nur eine Siegerin geben. Und der letzte Hinweis bezieht sich aufs Haustier. Wie hat jeder von euch Haustiere? Was denn so? Sag mal. Du hast eine Katze. Katze und ein Hund. Katze und Hund? Gar nichts. Du hast gar nichts? Oh je, dann müssen wir uns von dir auch verabschieden. Riesenapplaus! Oh. So, okay. Jetzt sind wir bleiben zwei beim da. Haustier. Diese Katze hat auch einen Namen. Wie heißen eure Katzen? Wie? Susi. Susi? Berli. Salka, du bist dran. Das ist meine Aufgabe. Sag's. Der Sieger, das Haustier des Siegers, des Kittenes 2003, heißt, wie findet eigentlich die Webersche Spannungsmethode? Super. Salka, das ist jetzt nicht dein Ernst. Dafür haben die wirklich keinen Nerv. Bitte, bitte. Na gut. Wie heißt die Katze der Siegerin? Also die Katze der Siegerin des Kirchnes 2003 heißt Berli! Die Siegerin des Kiddy Contest ist Niki Freiberger! Die Ereignisse überschlagen sich. Niki! Niki, wir brauchen dich! Niki! Warte, ich befreie die Niki! Gib uns die Niki. Komm her, Niki. Wir stützen dich. Schau, hier kommt erstmal
die Christina mit deiner Siegerstatuette. Christina! Bitte! So, die ersten Worte der Siegerin. Was? Freund. Ja. Fantastisch, Niki. So, jetzt einmal zu deinem Preis. Du gewinnst auf jeden Fall einmal eine Reise in den Warner Brothers Park in Deutschland für dich und Begleitpersonen. Und gesponsert wurde uns dieser Preis von Oral B. Genau. Einen riesen Applaus bitte. Ich halte den Stand. So, außerdem bekommen alle unsere Finalisten nicht nur ihr Auftrittsgewand zur Verfügung gestellt, nein, jetzt endlich kriegen sie auch den Kiddie Contest Starmaker. Die ganze Zeit haben sie uns schon angebettelt, deswegen, und bitte kriegen wir einen. Natürlich kriegt ihr einen. Der gehört euch. Applaus für alle Finalisten, bitte. So. Und natürlich gibt's für euch zu Hause auch die CD zur Sendung. Mit dem Siegertitel, allen Finalisten und Karaoke-Versionen. Und drauf ist natürlich auch der Titel von Frau Weber, genau. Verkehrte Welt. Sehr schön. So, jetzt glaube ich, kommen alle Gratulanten schon einmal runter und Richtung Bühne. Auch die New Wave Kids Dance Company. Denn wir verabschieden uns hier schon wieder. Genau, leider müssen wir uns verabschieden. Und ein Dankeschön für die Leute in der Halle für die tolle Stimmung. Ja, fantastisch. Danke hier im Saal. Außerdem bedanken wir uns natürlich bei euch zu Hause fürs Anrufen. Wo sind sie? Da sind sie, unsere Musikproduzenten, die Operators. Norman Deisenborn und Erwin Kienast. Dann natürlich bei der BMG Austria, bei unserer Choreografin und den Dancers, Ivana Neuwied. Da ist und sie. Und die New Wave Kids Dance Company. Genau. Und ganz speziell bedanke ich mich natürlich bei Frau Weber. Es Danke. War schön. Hat es dir Spaß mir eine gemacht? Ehre. Ja, und besonders die Webersche Spannungsmethode. Okay, ja, die Webersche Spannungsmethode. Und nach der Webersche Spannungsmethode habe ich hier noch was für dich. Aha, was ist das? Ich habe dir was Hübsches Grünes gebastelt. Nein, das ist ein Symbol. Wir haben doch viel geredet so zwischendurch bei den Proben und du hast mir erzählt, dich würde irrsinnig eine Gesangsausbildung interessieren. Ja. Wir legen den Grundstock dafür und zahlen dir mal ein paar Monate Stimmbildung. Danke! Applaus bitte für Saika! Danke! So, jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, glaube ich. Wir wollen Niki, den Siegertitel nochmal hören. Niki, bist du gefasst soweit? Niki, komm her. Bist du bereit? So, die jetzt wird Zeit. Siegerin der Siegertitel des Kiddie Contest 2003, Niki, mein Superstar. Wenn es mal zu Hause kracht oder mich jemand auslacht, führt mein erster Weg zu dir. Plauderst kein Geheimnis aus, gibst mir immer noch ne Chance, du hackst nie rum auf mir. Eine, die mich voll versteht und mir nie auf den Keks geht, die mir was in mein Sparschwein legt, mein Superstar.